So Leute, es ist wieder so ein Abend, wo ich jetzt heimfahre. 7:30, glaube ich, ist gerade durch. Pff, hat wieder gereicht. Jetzt setzen wir uns hier in den Eventwagen. Den kennt ihr ja, aber Moment, ich will erst mal gucken. Ich habe nämlich die Woche, weil es ja immer bei uns so stressig ist, laufe ich erstmal hier noch aus unserem Kirschbaum. Es sind keine Kirschen mehr da. Die Vögel waren dran. Guck dir mal hier unten am Fußboden. Es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Hört ihr die Vögel? Schrecklich. Hier liegen sie angeknabbert. Dumm gelaufen. Wir waren zu spät. Wir waren zu langsam. Die Vögel waren schneller. Gut, jetzt helfen wir uns hier rein und machen noch eine Runde. Wisst ihr, andere, die wo Kirschbaum haben, die sind noch nicht einmal rot. Bei uns sind sie schon fertig. Das waren die geilsten Kirschen der Welt. Okay, lassen wir das Thema. Ich hab's halt wieder verkackt. Der Karl ist in Urlaub mit seiner Maus und hat von mir mitgenommen die DR350. Die hat er schon mal dabei gehabt. Dann hoffe ich, dass er da in Kroatien mit der 350er DR Spaß hat. Das habt ihr eben nicht gesehen. Der Udo fährt eben gerade vorbei mit dem Fahrrad. Wahrscheinlich läuft sein Zünder auch nicht richtig, sonst hätte er nämlich kein Fahrrad gefahren. Ja, okay, ich gucke mal, ob ich noch beim Alfred lande. Wir hören uns vielleicht gleich oder vielleicht auch erst morgen. Gucken wir mal. So, ich habe es geschafft. Ich bin jetzt beim Alfred. Ja. Alfred, mein Nachbar. Du bist ja eigentlich mein Nachbar. Du bist ja nur Straße weiter. Ja. Fast. Ja. Und dann schwätzen wir noch ein bisschen über Motorräder. Das müsstet ihr jetzt auch nicht alles hören. Dir geht's gut? Soweit, ja. Ja, mir auch. Und ich hatte eigentlich auch wieder schöne Tage. Die Leute waren in Ordnung. Da würde ich sagen, wir trinken jetzt noch einen Apfelsaft. Du hast doch so Apfelsäfte. Ja. Das trinken wir jetzt noch und dann fahre ich heim zu meiner Frau. Ganz wie lieb. Deine Frau ist auch lieb, ne? Ja, ist so. Hier, ja, die macht eben gerade die Fenster zu. Ja. Die wollen wir gar nicht weiter filmen. Die will ja immer nicht gefilmt werden. Ja. Meine ist auch so. Die wird auch immer nicht gefilmt. Die haut immer ab, wenn du die Kamera rausholst. Ja, ich weiß. Meist genauso. Gut, scheißegal. Hier, Leute, das ist jetzt der Abschluss von heute. Und morgen geht's weiter, ne? Morgen ist neuer Tag. Sie. Tschüss. Tschüss. Na gut, ich probiere es mal. Heute Abend sind wir wieder so kulturell unterwegs. Das hier ist unser Kalbachsee. Das sieht auch recht gut aus. Da kann man manchmal schwimmen. Das ist richtig gut hier. Okay. Ja, da drehen wir jetzt mal so eine Feierabendrunde. Weil der Tag war wieder stressig, da muss man ja sehen, dass man irgendwie runterkommt. Es ist warm, wir haben 24 Grad plus, aber ich habe heute ehrlich gesagt keine Nerven mehr, Motorrad zu fahren, das ist so anstrengend. Wir zwei sind heute Abend bitte mal so für eine Stunde am Start. So, ich will das jetzt hier nur mal so zeigen, wenn wir hier durchfahren. Das ist Familienwald. Also gucke, ob alles in Ordnung ist. Hier wird in der Regel machen wir immer Holz. Ja. Die Sonne, die blendet heute Abend. Wir haben auch so einen kleinen Teich, da könnten wir eigentlich auch mal was draus machen. Ich will es gerade mal so zeigen hier. Ja. Naja, man könnte so viel. Na, weil ich hier gerade mal so stehe. Das sind alte Birken. Der Baum, der ist auch schön gewachsen. Ja, mit dem Auto mache ich das nicht, aber normalerweise hier kann man schön mit der Enduro hochfahren. Da oben ist noch richtig schön geil. Wurscht, egal.
Heute machen wir mal gar nichts. Ich genieße das hier einfach und hörte mal deine Vögel zu. Schön, ne? So. Ich will mal sehen, ob ich die Stelle noch finde. Ist schon Jahre her. Da habe ich mir hier oben mal ein Schlüsselbein gebrochen und 3 Rippen. Ich mache jetzt noch mal kurz aus, wenn man sehen, wo die Stelle war. Das war hier. Ich bin da vorne mit meinem Enduro angekommen. Hier hat irgendwie so ein Baum quer gelegen. Das Gras war hoch, hab's nicht gesehen. Und da bin ich abgeflogen von dem Scheißding. Und da habe ich hier gelegen. Das heißt gelegen, ich habe nicht lang gelegen. Solange noch das Adrenalin da ist und bevor es weh tut, musst du wieder drauf sitzen. Das hab ich gepackt. Habe ich mich dann drauf gesetzt und bin heimgefahren. Da ist die Schnauze voll. Und glaube ich, 14 Tage später war dann eine Renne. Da musst du wieder fit sein. 3 Rippe gebrochen, genau. Und ein Schlüsselbein. Und ich bin gespannt Rennen gefahren, Klassik, mit der Ineso Bison in Schotten. Ja, gut. Ich meine, wenn ich auf dem Motorrad sitze, habe ich eh keinen Schmerz. Aber das war schon nicht so schön. Und die Rippe waren so geil gebrochen, dass ich gar nicht so Schmerzen hatte. Also ich konnte jetzt nicht richtig laut lachen. Aber es ging. Glück gehabt. Gut, jetzt gucken wir halt, dass wir hier rauskommen. Fahren wir da weiter. Samstagabend. Ich habe nichts gefilmt, aber ich erzähle euch trotzdem die Story. Der Lara, ihr Motorrad, war heute beim TÜV. Da steht sie. Matt. So. Da ist aber auch was passiert. Wir waren gerade zusammen in der Firma und haben sie abgeholt. Wir sind mit der Enduro gefahren. Hier, mit ihr. Lara fährt nicht gerne Enduro. Ich bin auch schön sanft mit ihr gefahren. Okay. Gut, es war jetzt auch kein Highlight. Auf jeden Fall hier die Suzuki. Weil sie hat noch einen gelben TÜV-Stempel drauf gehabt, also das heißt 2001. Und da war sie letzte Woche in Fulda. Und hat sich da mit der Freundin getroffen. Na gut, wie auch immer. Und da hat sie das Ding da halt in Fulda gepackt. Und da kommt der Polizeiauto vorbei. Den ist gleich aufgefallen, hin ein gelber Stempel drauf. Der ist schon lange mehr gültig. Okay, gestoppt. Sie dann aufgestanden, im Straßen-KW oder wo sie gesessen haben. Ja, Herr Polizist, Fräulein, Sie stehen im Parkverbot. Ich hab's gemerkt. Ich will's gerade wegtun. Nein, da ist noch mehr. Sie, bei Ihnen ist der TÜV abgelaufen, schon fast ein Jahr. Mein Papa hatte Motorradwerkstatt. Ich mache jetzt meine erste Fahrt und die kriegt die Woche dann TÜV. Und da er so ein Mädchen immer in andere Scham hat, wie hier, ne, so ich oder ihr auch, ne, wir sind immer so gleich so ruppig gegen so Menschen. Und alles klar. Hat sie einen Zettel ausgefüllt, kriegt da, muss nichts bezahlen, soll innerhalb von 4-5 Tagen da vorbeifahren und das Ding vorführen. Gut. Ist ja alles in Ordnung an dem Motorrad. Ich habe TÜV gemacht. Und die Lara fährt dann bei der Polizei, sage ich das. Da muss ich aber das sagen, wie menschlich das alles immer so sein kann. Mir redet hier aus der Domstadt Fulda. Sagt Papa, die Männer, sie hatte dann mit mehreren zu tun gehabt, bis die dann da irgendwie weitergeleitet wurde. Sagt sie, die waren alle so nett. Ja. Und da bin ich wieder, da wo ich als Kind doch war, wo man gesagt hat, die Polizei, dein Freund und Helfer. Und wenn man denen nicht so doof begegnet und ist ja total assi, bin ich auch immer noch der Meinung, ich habe ja auch immer mal so Kontakt mit Polizisten, weil ich ja auch so ein Anarchist will ich jetzt nicht sagen in der Beziehung, aber okay. Wenn du denen nicht als Depp da begegnest, die sind in der Regel nett. Weil die leben in demselben Land wie mir. Haben auch Familie. Und ob die an alles glauben, was sie vertreten müssen, ist wieder eine andere Sache, weiß ich nicht. Aber wenn man denen normal begegnet, ist alles richtig cool. Ja.
Ja, das will ich jetzt damit eigentlich beenden. Und ich habe jetzt aktuell noch hier mit meiner DRZ nochmal so eine Runde gedreht. Ja, jetzt ist halt Samstagabend. Ich habe jetzt Feierabend. Ich sitze jetzt hier unten im Keller bei meinen Schätzen. Rauche Zigarette. Und dann gehe ich hoch und lasse den Abend Abend sein. Und morgen, weil ich hier unten gerade sitze, zwischen dieses ganzen Apparat da, da weiß ich noch nicht, was ich treibe. Mal sehen, wie das Wetter ist. Wenn das Wetter schön ist, meine Frau hat ein neues Hemd und eine neue Jacke. Lara, machen wir einen Familienausflug. Wenn das Wetter nicht so schön ist, werde ich Raudi alleine fahren. Ja, morgen ist Sonntag. Schätzchen, heute wird eingeweiht. Deine neue Motorradjacke und dein Helm. Kommst du klar? Nein. Nein, das klappt aber schon. Ich weiß es nicht, wie es geht. Ich wollte dich ja mitnehmen, aber du hast heute Hals, gell? Ja. Hast dich... Mach die Kamera weg jetzt. Ja, okay, mach ich. Okay, dann geht's los jetzt. Viel Spaß. O-A-D-S-I-D, diner. At the roadside diner on a Saturday night, joints really jump into the morning light. Everybody comes from near and far to take those cats in hot rock cars at the roadside diner. At the roadside. We're gonna have a ball at the roadside diner tonight. They're dancing and shuffling on the hardwood floor, kissing and hugging and a little bit more. Cops don't mind, doesn't get an invite to the hottest bar on a Saturday night at the roadside diner. At the roadside. We're gonna have a ball at the roadside diner tonight. There's a little short man with a great big grin. Shake your hand, say come on in. There ain't no place where the food is finer. Get yourself down to the roadside diner. If you're fixing to eat and stay a while, food served up with a great big smile. Come on in and have yourself a break. Chili beans, cola, or a T-bone steak at the roadside diner. At the roadside. We're gonna have a ball at the roadside diner tonight. Schatz, fühlst du dich wohl hier drauf? Ja, guck mal, wie die Wiener so schön sind. Ich jetzt langsam Hunger, du auch? So, ich mach ganz schnell. Da gehen wir hin. Sieht gut aus. Du hast mir hier drauf gesessen, bist in die Kurven gegangen. Wie früh. Ja, war schön. Ja, ja, wir essen draußen. Das ist hier die Hansemühle bei Bischofsheim. Der Ort genau weiß ich jetzt nicht. Aber bei Bischofsheim, da schmeckt es eigentlich lecker. Gucken wir mal. Ich nehme jetzt hier mal auf, zeige dir die Gruppe mal, wo wir hier sind. Wichtig ist eigentlich immer die Speisekarte, finde ich. Hier gibt es, wie gesagt, Rhönforellen. Das haben wir jetzt bestellt. Auch die Preise sind hier noch in Ordnung. Hier gibt es halt Schnitzel und so weiter, wie üblich. Schweinsbraten, verdammt nochmal. Weil ich ja hier im Bayerischen bin, hätte ich das ja auch mal gerne essen können. Aber jetzt haben wir halt Rhönforelle. Alles klar, ich mache mal weiter. Da drin ist die Wirtschaft, da sieht es auch ganz gut aus. Hier kocht die Chefin, seht ihr das? Cool. Bei uns wird mit
Liebe gekocht. Cool. Sieht auch alles gut aus hier. Und hier kann man auch übernachten. Hier gibt es auch Zimmer. Da steht das. Gasthaus mit Pension. Das ist hier gar nicht schlecht. Sieht echt gut aus. Guck mal, von der Straße aus seht ihr dann dieses Schild. Erstmal hier das große. Und dann hier steht es noch einmal Hansemühle. Und wir sitzen jetzt hier draußen in den Biergarten. Guck mal, ist auch schön, ne? Mit den Blumen. Hast du es eigentlich schon mal wahrgenommen? Ja. Hast du schon gesehen? Schön. Salätchen ist schon da. Das ist so die Vorspeise. Wollen wir mal probieren. Sieht aber gut aus. Eine richtig schöne Forelle. Forelle Müllerin ist das, gell? Ja. Super. Das sieht gut aus. Ich weiß nicht mehr, wie es geht. Da mal zerlege ich das Ding jetzt. Konzentriert. Also ich habe jetzt. Ihnen oder was? Nee, das mache ich jetzt so sensitiv. Ja. Sie ist kamerascheu, glaube ich. Nee, eigentlich, wenn ich es weiß. Okay. Sagen Sie mal Ihre Adresse, wo wir jetzt hier so genau sind. Wir sind. Gott, die Adresse, ich bringe das Prospekt mit, da steht die Adresse. Ich bin okay. Ja nicht vom Ort hier. Ach so. Ne? Wir sind auf jeden Fall in der Hansemühle in Frankenheim. In Frankenheim? Aber im unterfränkischen Frankenheim. Bei Bischofsheim halt, ne? Ja. Ja. Soll ich das jetzt sagen? Ja, ich kann es ja dann nochmal einblenden, ja. Wenn Sie das mitbringen. Also sehen Sie hier schon? Ja. Hallöchen. Wir sind jetzt hier in Bischofsheim. Bin ja gar nicht drauf. Wir sind jetzt. So jetzt. Hallöchen. Wir sind jetzt hier in Bischofsheim, in der Hansemühle, in Frankenheim, bei Bischofsheim. Super hier. Das stimmt und es ist sehr lecker. Und wir blenden daher nochmal die Adresse ein. Jetzt machen wir mal ernsthaft Werbung. Ne? Hansemühle ist klar. So, da ist die Adresse mit Postleitzahl. Kann man ins Navi eingeben. Öffnungszeiten. Okay. Gut, ich glaube, die haben auch Internetadresse. Ja, genau. Internetadresse steht auch da. Ich denke, da kann man alles nochmal genau gucken. Gut, hier ist auch sehr viel Wandergebiet, ist klar. Hier, nehmen wir so. Das gefällt mir wieder. Doppelzimmer, 35 Euro, inklusive Frühstück vom Buffet. 35 Euro, Buffet, Frühstück, ein Traum. Und wenn einer ein Zimmer braucht, kostet nur 5 Euro mehr. Gut. Platz für 80 Personen. Gut, das kann mir alles auf der Zeit sein. Dann muss ich jetzt nicht zu intensiv hier rummachen. Klasse. Essen war lecker, ne? Sehr gut. Mir auch. Hat auch sehr gut geschmeckt. Heute Morgen was erzählt, glaube ich, von kulturell. Das ist jetzt hier die Grotte mit der Heiligen Maria. Wir sind hier immer noch in Frankenheim. Gut. Ja, sieht ganz gut aus. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob die Kirche auf ist. Dann machen wir hier noch eine Kirchenbesichtigung. Wo haben wir jetzt? 14:45. Okay. Gut, die Kirche ist auf. Da wollen wir mal gucken. Sie ist sehr schlicht. Ja. Gut. So, das ist die Orgel. Hast du sie schon gesehen? Also, ich denke mal, die Kirche ist noch nicht so alt. So eine richtig alte Kirche ist das noch nicht. Sag mal, ich bin wieder auf Landwegen unterwegs. Man nennt das immer die Rhöner Landwege, diese. Feldwege, wo ich da so fahre. Gefällt dir das hier? Kein Verkehr? Ja. Schön, ne? Ja. Gut. Meiner Frau gefällt es. Ich zeige gerade mal nach vorne. Das sind so die Landwege. Die riecht so gut. Hier schön. Okay. Gefällt dir das immer noch mit mir, wo ich rumfahre? Nein.
jetzt gefällt sie nicht mehr, weil wir stehen nämlich hier im hohen Gras. Aber da vorne ist hell und links von uns ist auch eine Straße. Also wir müssen nur sehen, dass wir hier rauskommen. Gerne, Henrik. Das ist in der Bayerische Rhön, hier gibt es immer Raritäten. Hier gibt es aber noch mehr. Dagmar, erkennst du die Autos? Dagmar. VW, dann. Nee, der erste. Fangen wir mal mit dem ersten an. Welcher, wo ist der erste von da unten, der rote? Ja. Ist doch kein VW. Das ist ein Jaguar. Ein Jaguar? Ja, und der zweite, der blaue? Renault? Eine Ente. Nee. Ja, da gibt es doch diese. Nicht die alte Ente, wie mir sie hatte, dann gibt es doch eine neue. Der andere, weißt du den? Fiat. Ein NSU Prinz. Was? Ein NSU Prinz. Und dass das ein VW-Bus ist, weißt du? Ja. Und das nächste? Keine Ahnung. Jaguar. Das könnte ein Alpha sein. Und der andere weiß ich nicht. Aber dahinter steht noch mehr. Okay. Dahinter steht ein DKW Junior. Und der andere kann ich jetzt auch nicht erklären. Gut. Hier ist schön und in der Mitte steht auch ein schöner Baum. Übrigens, weil ich das da gerade sage, weil wir hier in Fladung sind, ich will jetzt hier keine Stadtführung machen mit Kamera. Im Juli ist hier eine Klassikveranstaltung, Dagmar. Ja. Das war ja schon 2-3 Jahre nicht mehr oder noch länger. Im Juli. Ich mache aber dann auf meinem Kanal noch einmal Vorführung. Da oben habe ich gerade eine Kapelle im Blickwinkel. Da waren wir auch schon ein paar Mal. Ich weiß nicht, ob du dabei warst. Da oben sind 3 Kreuze und es ist ein schönes Kapellchen. Ist cool. Jetzt weiß doch noch mal an. Das sind die alten Stadtmauern. Teil davon. Und hier gibt es ja auch das Freilandmuseum. Ja, wir haben ja Zeit. Heute ist ja Sonntag. Wir fahren hier mal durch. Also im Juli ist dieses Städtchen von diesen Fahrzeugen frei. Es sind wirklich nur noch Klassiker. Und hier haben wir doch so Schaufenster. Ja, da ist doch der alte Kreidler drin. Gasthaus für Post. Oder alte Post. Und jetzt gleich rechts. Da wird die Bühne sein von den Musikanten. Rock'n'Roll und 50er Jahre Musik. So. Hier ist auch recht interessant. Hier ist halt, wie gesagt, das Museum. Und hier gibt es eigentlich auch ganz interessantes Sachen. Entschuldigung. Ja, die Wirtschaft hat zu. Hier ist überall die Rhönbahn. Mit der Bündelbahn gibt es auch so Faden. Da kann man durchfahren. Gut. Hier gibt es Souvenirs. Hier gibt es noch andere Motorräder. Wird cool. Wir sind jetzt in Frankenheim gelandet. Das war früher DDR. Jetzt sehe ich hier gerade, hier ist so ein Denkmal. Das waren die armen Kerle. Wo die in den Knallköpf gehört haben. Und dann waren sie im Krieg. Und dann waren sie tot. Ja, der Gottfried, der Karl, der Gottlieb, der Fritz, der Reinhold, der Armin und so weiter. Ja, hab schon mal drauf gehabt. 14 bis 18. Und so ist es immer wieder in der Geschichte.
Der Wahnsinn nimmt kein Ende. Gott. Meine Frau und ich, wir sind heute glücklich. Wir fahren Motorrad. So, Abschluss für den Wochen. Nee, für den Sonntagsfilm. Hey, Süße. Bist du jetzt abgehärtet? Nee, noch nicht. Noch nicht, aber nein. Wir sind schon ein bisschen schärfer gefahren wie am Anfang. Aber ich habe nicht gerast, ne? Ich war richtig schön chillig. Mhm. Du hättest noch 40% mehr vertragen. Oder? Ich weiß es nicht. Doch. Können wir ja mal ausprobieren. Gut, wir sind noch nicht daheim. Wir sind jetzt hier bei der großen Tochter und trinken Kaffee. Na gut, ich kann euch jetzt nur die Tasse zeigen, weil der schmeckt echt lecker. Axel, du hast ihn gemacht, gell? Ja. Ja. Lecker Kaffee. Das ist der Axel. Hast du eigentlich, ja doch, er hat einen Führerschein für Motorrad, aber er hat einmal eine von mir gekriegt, das ging schief. Kannst du dich noch erinnern? Ja, das war die BMW. Ja. Die hat mich aufs Kreuz gelegt. So eine Einzylinder-BMW war es. Na gut, egal. Auf jeden Fall, ich bin jetzt verabredet mit meiner Tochter Nadine, die früher mal, ihr habt sie ja alt schon gehört, ich habe ja schon von ihr erzählt, das ist die, wo die Nordon-Rennmaschine gefahren hat. Die ist jetzt auch hier geworden. Aber am Donnerstag, wenn Feiertag ist, fahren wir, ne? Gut. Dann nehme ich sie noch mal ins Bild. Mal sehen, ob sie die Kurve noch kriegt. Tschüss. Das ist der Bauer, der da den Acker gemietet hat. Bist du hier die örtliche Rennhexe? Ja. Die Rennhexe, ja.